Herzlich willkommen zurück zu Let's Play iOS Beholder Teil 3. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich hier den richtigen Speicherstand genommen habe. Es sind nämlich ein paar Tage vergangen und wir wollten die Münze in irgendeinen Brunnen tun. Das weiß ich noch. Und wir wollten noch irgendwas anderes machen. Was war denn das? Wir hatten so einen komischen Schatten oder sowas an der Wand. Da wussten wir nicht genau. Okay, wo sind wir hier? Da ist ein Schloss. Dann habe ich es ja wahrscheinlich da verwendet schon, ne? Haben wir irgendwo einen Kristallschlüssel? Ah ja, genau. Wir hatten hier einen Schatten. Münze aufgenommen. Achso, weil ich da gerade drauf geklickt habe, wollte gerade sagen. Wir hatten alles ausprobiert hier an dem Teil, ne? Da ging nichts. Haben wir die Münze ausprobiert? Haben wir wohl gemacht. Ihr seht schon, wir sind hier oft gestorben, weil wir alle Gegenstände ausprobiert haben. Ich hoffe, das ist der richtige Speicherstand. Nicht irgendein Testo. Aber ich vermute, dass das da war. So. Dann wollen wir noch mal gucken. Weiß auch gar nicht, ob wir hier alles erforscht haben. Sieht auf jeden Fall nicht nach. Können wir hier rasten? Können wir. Okay, wir buffen uns mal komplett neu. Wieso hast du keine Lanze mehr? Hallo? Gute Frage. Gab es schon wieder irgendwelche Gegner, die mir die Waffen wegnehmen? Das ist nicht gut. Nö, gab es nicht. Du hast einen Speer? Seltsam. Wir haben noch einen Speer irgendwo gefunden, oder? Wir haben zwei davon. Hatten wir nicht zwei Speere gefunden? Der wahrscheinlich hattest du einen davon in der Hand und der wurde dir irgendwie abgenommen. Vermute ich mal stark. Auf jeden Fall kannst du hauen von der Reihe. Okay. Buff Chaos. Los geht's. Stärkung. Wahrer Blick. Warum nicht? Hast. Gebet. Stärkung auf dich. Unsichtbarkeit entdecken. Nahrung erschaffen. Geisterhammer. Rüstung für Fex. Ups. Rüstung für Fex. Gebet haben wir das reingemacht? Ich glaube ja. Schutz vor Bösen 3. Warum nicht? Das war's. Achso, nee, du kriegst noch einen Geisterhammer. Genau. Und wir können loslegen. Speichern. Testo. Dann schauen wir uns mal weiter hier um. Wir wissen, dass wir noch irgendwo zum Anfang wollten. Ha! Was ist das? Schild plus 3 genannt Sonnenmaske. Wir haben schon wieder ein Schild. Wir haben Unmengen Schilder. Mal hier runter. Na, bleiben wir mal hier. Ah, ein paar Hündchen. Hallihallöchen. Weiß gar nicht, ob du hier Schaden mitmachst. Sieht gar nicht danach aus. Okay, wir brauchen einen weiteren Schlüssel. Wir haben keinen mehr, ne?
Sieht nach einem Kristallschlüssel aus. Und die hier sind irgendwo aus Mystranor. Oder dem Magier-Gilde. Bringt uns nicht weiter. Aber wir testen mal durch, was wir hier so bekommen haben. Aber es macht natürlich überall keinen Sinn. Okay. Wir versuchen hier auch nochmal Magie. Ah nein, wenn ich das mache, sind alle Sachen weg. Chojin, Chojin, Chojin. Ja. So viel dazu. Die mache ich jetzt nicht alle neu. Da renne ich da lieber nochmal kurz hin. So. Das haben wir genommen. Hallihallöchen. Au! Na, wo seid ihr denn? Keiner mehr da. Okay. Können wir das Schild da rein tun? Nö. Weil es auch so schön rund war. Hoch. Was ist jetzt passiert? Ich habe schon wieder einen Spinner gehabt, oder? Das Wasser dieses Becken enthält den Segen von Latantas Geist. Oder was an diesem bösen Ort davon übrig ist. Okay. Also ein bisschen Segen kann nie schaden. Genau dasselbe auf der Seite. Ah ja, das sind die zwei Türen. Da waren wir schon mal. Ah ja, das war total scheiße. Das sind wir ziemlich drauf gegangen. Wollen wir nicht nochmal haben. Achso, Enter. Ja, ja, es ist etwas früh. Genau. Bloß nicht diese Mega-Schüsse abkriegen. Crap. Kamen wir da her? Ich glaube, da kamen wir her, ne? Da ging es runter. Genau, hier haben wir begonnen. Ja, genau, die konnten wir nicht öffnen. Hier sind wieder ein paar Hündchen. Hallihallöchen. Doch. Er macht Schaden. Sie macht Schaden. 13 hat sie gerade gemacht. Wenn sie denn mal trifft. Hallöchen. Also ich glaube, die Ritter, die macht nur hier eher Schaden. Sieht irgendwie so aus. Galadriel ist aufgestiegen. Oh, Hallihallo. Ja, es scheint wirklich nur er zu treffen. Oder sie zu treffen, ich sag schon er. Aber das reicht ja aus. Das reicht aus. So, das sieht mir stark nach Sackgasse aus. Kein Schlüssel da. Geheimwände würden wir sehen. Da ist eine Nische. Da wissen wir immer noch nicht, was wir damit machen müssen. Dann versuchen wir mal die Münze. Und wir wünschen uns, dass der böse, böse, böse Gott weg ist. Ha! Das gab uns einen Kristallschlüssel, den wir brauchten. Da haben wir ja eben nicht weiter gewusst. Das ist doch schon mal super. Kriegen wir die Tür da auf. Das bringt uns aber ehrlich gesagt da nicht weiter. Ich hatte erwartet, dass das hier irgendwie weggeht und man dahinter kommt. Kann ich da vielleicht einen anderen Schlüssel noch reintun? Ah, passiert nichts. Okay. Ah! Ah, du bist so doof, Trojan.
Ah, Schande. Das hat mal wieder toll geklappt. Dem geht's auch nicht gut. Murks. So, Spiel speichern. Testo 2 besser. Geht jetzt noch irgendwas schief? Zack, zack. Warten. Weiterrennen. Okay, soweit, so gut. War hier noch was? Was ist das? Ah, die Schriftrollen habe ich da mal abgelegt, genau. Nö, dann rennen wir hoch irgendwo hier im, was ist das hier? Irgendwo in der Richtung auf jeden Fall. West-Norden, also nordwestlich war das. Oder auch nicht? War das nicht irgendwo hier? Doch, hier war's. Dann schauen wir doch mal, was dahinter ist. Hallihallöchen. Ein paar von den untoten Dunkelrittern oder was auch immer ihr seid. Das ist cool. Wow! Teleport. Okay. Wir werden zurückteleportiert. Rückwärts gehen klappt auch nicht. Seitwärts gehen? Nö. Das funktioniert nicht. So viel dazu. Muss ich vielleicht dieses Schild anhaben? Nö, auch nicht. Müssen wir diese bösen Kreuze mit uns rumtragen? Wenn, hätten wir aber sowieso nur drei Stück davon. Ich bin der Hauptmann. Lassen Sie mich rein. Ne, das klappt nicht. Dann, was war das nochmal für ein, einfach ein Wurfhammer. Okay, wir können versuchen, das machen wir mit Speichern. Magie bannen nochmal. Hier scheint ja irgendein Zauber zu herrschen. Ah, ich wollte gerade sagen, wir haben kein Magie bannen mehr. Das bringt uns nichts. Dann laden wir doch direkt mal neu. Keine Ahnung. Schauen wir gleich mal. Was habe ich denn jetzt noch? Irgendwas Wichtiges. Wir haben jede Menge Schilde, Viererschilde. Minusgedöns. Heilige Symbole. Was stand nochmal auf dem Schriftzug? Weiß ich nicht mehr. Es ist Morgenlicht, das uns bewahrt vor dem Leichentuch der Nacht. Es ist Morgenlicht, das Schutz bietet und in der Angst über uns wacht. Es füllt Herzen mit Hoffnung und Seelen mit Licht zu erfrischen und zeigt uns all die Dunkelheit in des Morgenlords Versprechen. Es ist nur für das Recht, für des großen Gottes Schlacht, hat uns mit der Bosheit des dunklen Angesicht zu Angesicht gebracht. Morgenlicht, o Morgenlicht, kehre zurück zu unserem Morgenlord, bringe alles in Recht und Ordnung. Oh, schön. Hilft uns nicht groß weiter. Gut, du hast nur leichte Wunden heilen. Das ist natürlich nicht so gut. Schwere Wunden heilen. Da, die ist auch ziemlich angedöngelt. Irgendwas habe ich übersehen. Haben wir schon den Raum? Der wahrscheinlich ist irgendwo ein Geheimgang oder sowas.
Ah, sind wir hier bei dem Mistkerl wieder? Und Schalter. Ist das da unten? Ne, nehmen direkt Schaden. Bist ein blöder Arsch. Okay, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Das war der Raum, der zu ist. Hier ging es nur einmal rum. Hier kommen wir wieder dahin. Okay, wir sollten nochmal zum Brunnen. Und da war da noch ein anderer Raum, wo wir den Segen von Lantanta bekamen. Irgendwas haben wir übersehen. Vater John sagt, das Wasser dieses Beckens enthält den Segen von Lantantas Geist. Oder was an diesem bösen Ort davon übrig ist. Vielleicht brauchen wir den Segen, der ist nämlich weggegangen. Das könnte sein. Frage ist, wie lange hält der an? Sollten wir vielleicht schleunigst dahin rennen, bevor das nicht klappt mehr. Ja, Tatsache. Wir können dann einfach mit dem Segen durch und der wird gleich wieder verschwinden. Ich glaube, ich habe gerastet. Das war das, ne? Da kriegen wir den Stab des Lebens für. Mal den Geisterhammer weg. Ach, Hallihallöchen. Schön, dass ihr uns auch so nett Bescheid gesagt habt. Hey, wir sind hinter dir. Und damit haben sie ja geworben gehabt. Aber das bringe ich dann später in mein Fazit noch rein, was gut und schlecht an dem Spiel ist. Stab des Lebens. Okay, den versuchen wir dann an dem Schattenteil noch. Ansonsten. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwo einen. Irgendwo einen Geheimgang oder einen Schalter übersehen habe. Aber unsichtbare Durchgänge müsste ich eigentlich sehen, weil ich Unsichtbarkeit entdecken habe. Und wahrer Blick und alles, das ist ja Dauer bei mir drin. Müssen wir nur wieder den anderen Raum finden. Kann sich nur um Stunden handeln. Ups, ich bin zurückgerannt. Da geht's nicht lang. Stärkung weg. Aha. Stunde der Wahrheit. Spiel speichern. Testo. Da-da! Was jetzt? Jo, nu? Nu ist der Gummischuh. Tolle Wurst. Wir haben diesen komischen Schatten weggemacht. Oder wir haben den Gott wieder zum Leben gerufen. Damit er Böses vollwirken wird jetzt. Ja, okay. Wir müssen ihn wohl suchen. Der Schatten ist jetzt auf der Flucht. Ist dem so? Gebet vorbei. Und das war der Gottesgebet sehr wahrscheinlich. Vom Latanta, das wir hatten. Das geht recht schnell weg. Wo waren wir noch nicht? Da waren wir schon.
Irgendwie renne ich falsch, glaube ich. Ich bin jetzt im Kreis gerannt, kann das sein? Oh, das ist neu. Oder war ich hier noch gar nicht? Ne, in dem Raum waren wir. Der war leer, aber hier war eine Wand. Ronda Stärkung ist weg. Ja, okay. Ah, da muss bestimmt das Schild rein. Und hier sind wieder die zwei Türen. Genau so ist es. Hier waren wir schon mehrfach gewesen. Das ist hier vorher nicht gewesen. Okay, dann würde ich sagen, Stärkung auf dich. Stärkung auf dich. Geisterhammer für dich. Und nochmal speichern. Let's Play 28. Die Tür scheint ein Teil zu fehlen. Passt du da rein? So ist es. Und wir kommen auf eine neue Ebene. Schön. Willkommen, ihr wahren Helden von Waterdeep. Ist meine Erlaubnis, dass ihr Leben die Eroberung dieser... Ach Gott, piss off. Why? Okay. Da würde ich am liebsten jetzt neu laden. Und die Cycles total runter machen, damit das langsam ist. Aber die Cutscene ist gerade so cool. Muss ich jetzt kämpfen? Außerdem würde ich das gerne lesen. Also das ist echt blöd hier. Die Performance im Spiel sind so lahmarschig ist, wenn ich die Cycles nicht so hoch mache. Ich guck mal, ob ich direkt neu laden kann, weil ich habe jetzt vom Text nicht viel mitbekommen, habe versucht, mich auf die Bilder noch zu konzentrieren. Das scheint der Finalkampf zu sein. Kann das sein? Jupp, Let's Play 28. Achso, Cycles runter. Genau. Setzen wir die mal unter 3000. Oh ja, und jetzt kriegt er auch schon richtig Probleme. Ah, geht er wieder rein. Ich habe doch einen schnellen Rechner. Ich habe nur die Turbo-Taste ausgemacht. Früher bei meinem DX4 100 oder was war das gewesen? So, nochmal rein da. Den da aufheben. Da dran. Also wenn der Text jetzt wieder so schnell geht, dann weiß ich nicht, woran es liegt. Eigentlich müsste es jetzt schön langsam sein. Willkommen, ihr wahren Helden von Waterdeep. Ist meine Erlaubnis, dass ihr lebend die Eroberung dieser Stadt bei... Piss off! Why is it so? I don't know and I don't care. Okay, ihr müsst leider Pause machen. Und ihr seht eine schöne Verwandlung. Ein fieses Monster. Warum auch immer die Dialoge da unten so schnell wechseln, es regt mich richtig auf. Okay, einen Gott angreifen. Ach, nichts leichter als das. Also ich habe halbwegs die Texte unten jetzt mitbekommen. Ich werde mir das wohl noch ein paar Mal angucken. Das ist ärgerlich. Das nimmt Spielspaß weg. Sehr, sehr schade. Achso, ich sollte die Cycles hochmachen. Der braucht ewig gerade, wie ihr seht. Ja, so hier. 16.000. Das müsste reichlich sein. Okay. Zack. Du hast zwei Höllenhunde dabei gehabt. Interessant. Und Todeskrieger. Aua! Ah! Und er kann Flammenwerfer. Hoch? Wo ist er? Flammenwerfer. Der kann Feuerball machen. Ah, das war nicht der Endkampf. Da ist der Mistkerl. Ah! Oh! Okay, wir sollten uns nicht treffen lassen von ihm. Diese Mistsau. Ah!
gar nicht gut. Ich glaube, wir gehen drauf. Okay, wir fliehen mal gerade und gucken, wo wir Tote erwecken haben. Dankeschön. Sehr wahrscheinlich die mächtigste Kriegerin, die wir sowieso nur brauchen. Muss nur überleben jetzt. Aber sehr wahrscheinlich müssen wir mit dem Götterschwert sowieso zerlegen. Fatality. Meine Freunde, ihr habt es vollbracht. Ihr habt Mystranor und dadurch die ganze Welt von dem Fluch dieser dunklen Macht bewahrt. Holy! Und was das Beste ist? Der Text geht nicht weiter. Man hat Zeit zum Lesen. Während wir reden, wirken andere Kräfte, um zu verhindern, dass dieses schändliche Wesen jemals wieder seine Kräfte gegen unsere Existenzebene einsetzen wird. Ah, warum ist das nicht immer so? Niemand kann sagen, wie viele seiner Schattenkreaturen durch sein Tor gekommen wären, wenn der dunkle Gott etwas mehr Zeit gehabt hätte. Macht euch keine Vorwürfe über den Tod von Aquilan. Seine Aufgabe hier ist vollbracht. Es ist Zeit für die Lebenden, die Fackeln aufzuheben, um Recht und Ordnung wiederherzustellen. Willkommen, ihr Helden! Lasst uns die Ersten sein, die euch beglückwünschen und euch für alles danken, was ihr hier für uns getan habt. Wir, die Ritter von Mystranor, bieten euch die Aufnahme in unsere Mitte als Belohnung für eure mutigen und edlen Taten. Wer weiß, vielleicht ist dies der erste Schritt zum Wiederaufbau von Mystranor, dem Symbol des Friedens. Das bin ich wohl zu langsam. Das kann natürlich auch sein. Ja, zweite Edition von Dungeons and Dragons nach dem Regelwerk. Ah, und Musik, Musik. Musik ist echt gut in dem Spiel. Leider die FX-Effekte nicht so. Ich lasse das noch mal ein bisschen vor sich her plänkeln und mach dann, glaube ich, ein Fazit dazu, falls da noch mal was kommt. Aber ich glaube, das war's. Moment mal. Habt ihr das gerade gehört? Das war das nicht aus war das nicht aus der Nordland-Trilogie? Oder bin ich jetzt ganz Schugge? Irgendwie war das so. Ritter von Mystranor. Yeah. Okay. Erst Negatives oder erst Positives? Erst Negativ, ne? Da hat man am Ende, wenn das Video endet, das Positive noch dabei. Zuallererst, ich finde die ersten beiden Teile besser. Zum Teil. Der erste ist der schwierigste. Das hat sie ihn aber auch irgendwie cool gemacht. Liegt aber auch vielleicht daran, weil man die Partys mitnimmt. Was aber auch eine starke Motivation bei der Trilogie natürlich ist. Wie bei jeder Trilogie, wenn man die Charaktere übernehmen kann. Um es halt was leichter zu haben, zu merken, oh, wir sind so richtig gottgleich, wir sind eine starke Truppe. Das mag ich ja sehr gerne, so Trilogien. Darum kann ich nicht sagen, dass das jetzt eine Schwäche ist, dass der Teil der leichteste ist, obwohl er der kampflastigste ist. Es ist halt eigentlich gedacht, dass man die Gruppe mit übernimmt und dann ist der Teil eigentlich recht easy. Ich habe ja dieses +5er-Langschwert bei gehabt, das so eine starke Waffe finde ich hier im ganzen Spiel bis zum Ende, bis ich halt dieses Zweihänder kriege nicht mehr. Das ist dann auch der Punkt. Aber weiß ich jetzt nicht, ob ich das als positiv oder negativ oder als Schwäche oder als wie ich das sehen soll, aber eigentlich ist es gut gemacht. Negativ ziemlich krass ist auf jeden Fall das Schlimmste überhaupt sind die FX-Effekte. Die haben damit ja geworben, hier digitalisierte FX-Soundeffekte, 70 neue haben wir reingebracht ins Spiel. Diese Morgs, die hören sich nicht gut an, finde ich. Also da gibt es ein paar, vielleicht die sind okay, aber da fand ich den Teil 2 wesentlich besser. Dann muss aber auch dabei gesagt sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie das war ja 93 und war ich also so 15, 16, bin mir nicht mehr sicher genau, was an den Zeitschriften, da war irgendwas gewesen, die haben das nicht mehr über Westwood lief das ja, das haben die dann irgendwie selber gemacht, hatten aber zusätzlich irgendwelche Produzenten, die denen in den Nacken hingen und die haben irgendeinen neuen Textcode benutzt, also von der Engine irgendwie, um das eigentlich viel besser zu machen, alles, das sollte dann ganz toll werden, irgendwas war da. Und
Das ging total in die Hose. Und dann sind wir nämlich beim nächsten Punkt, die Performance. Extrem rechenlastig das Spiel, dafür, dass es eigentlich nicht krassere Grafiken oder dergleichen zeigt, die Leute konnten zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte, ich weiß gar nicht, was ich da für einen Rechner hatte, 93, sehr wahrscheinlich war es ein 386er oder 486er, weiß nicht mehr genau. Und das war schon ziemlich scheiße zu spielen gewesen. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Und selbst mit der DOSBox, wo ich es hochcyclen kann, gibt es immer noch Probleme, wo er manchmal lädt, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Und das war halt nicht gut umgesetzt. Aber auch jetzt kein Ausschlusskriterium, dass ich sagen würde, schlechtes Spiel, weil das Spiel ist trotzdem super. Es ist ein toller Dungeon Crawler. Er macht Spaß. Das Erkunden macht Spaß. Negativ auf jeden Fall finde ich den Zwischenbosskampf gegen den Leech. Der war viel zu einfach. Der hier war ja eigentlich ganz knifflig jetzt, wenn man getroffen worden ist. War man ja ruckzuck tot, dass ich das jetzt am Ende noch gepackt habe. Das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Dass ich da mit der Galadriel die runter kurz mal race und schwuppdiwupp hauen wir den noch den, die aus den Latschen raus. War schon ein cooles Ding. Aber irgendwie war er dadurch dann auch zu schwach, ne? Ja, keine Ahnung. Das war es eigentlich schon als Negatives. Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, die Story. Wieso gehen die Leute mit dahin? Da ist irgendein Kerl in der Kneipe, der sagt, er braucht Hilfe, sein Meister will, dass wir dem da helfen und müsst doch nur den Bösen freien. Na gut, wir sind Helden, kann man dann sagen. Das ist zwar jetzt eine 0815-Story, kennt man aber von zig hunderten Rollenspielen. Die ist überall so, das würde ich jetzt nicht unbedingt als negativ sehen. Klar, es gibt dann auch so epische Stories wie bei Baldur's Gate oder dergleichen, aber finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber das sind, glaube ich, so die Punkte, wo dann Zeitschriften natürlich jede Menge Prozent wegnehmen und dann hat man auf einmal nur noch ein 70% Spiel anstatt ein 90% Spiel. Aber ich bin ja sowieso keiner, der nach Spielezeitschriften geht, weil das Spiel macht Spaß. Scheißegal, naja, ne? Gehen wir zum Positiven. Was ich ziemlich cool fand, waren die Rätsel. Da waren richtig viele drin. Das hat mich sehr an Legend of Grimrock erinnert, die ich in den letzten beiden Jahren, die letzten beiden Teile in den letzten Jahren geletsplayt habe. Das hat auch echt Spaß gemacht. Da kam echt viel vor. Und da waren, ja, die waren einfacher als bei Legend of Grimm auf jeden Fall. Aber die waren schön und das hat Spaß gemacht. Sowas mache ich mal ganz gerne in so ein paar Rollenspielen, überhaupt in Spielen drin, da ich auch so ein Adventure-Fan bin. Das fand ich sehr gut. Das war in den beiden Vorgängern einfacher. Was richtig cool ist, dreimal so viele Zwischensequenzen. Das heißt, immer wieder kamen irgendwelche Leute, Dialoge sind gekommen. Das war etwas kurzlastig gewesen, besonders im ersten. Im zweiten wurde es was mehr. Hier ist es noch mehr. Das ist echt super gewesen. Das hat so irgendwie ein bisschen die Welt mehr lebendiger gemacht, dass man mehr getroffen hat und mehr passiert ist. Das fand ich ganz toll. Super ist der Sound, was die Musikstücke betrifft. Sind, ich weiß gar nicht, jetzt fünf, sechs komplette Musikstücke, die da drauf sind. Und die laufen alle über Roland MT32 Sound, den ich natürlich hier simuliert habe, aber das ist ja nicht mehr wie vor 6, 7 Jahren, wo die DOSBox noch nicht so gut war. Also den kann man richtig gut jetzt simulieren. Und das klingt schon toll. Also das ist der Sound, Musik ist besser, FX ist schlechter geworden. Leider. Weil da haben sie keine guten Soundeffekte gehabt. Durften die alten sie wahrscheinlich nicht nutzen, ich weiß nicht genau. Und dann das Spiel ist, man merkt, dass es ein bisschen zu früh auf den Markt geworfen worden ist, weil die da auch Konkurs anmelden mussten und noch schnell irgendwie um Geld reinzukriegen. Irgendwas war da gewesen, ich weiß nicht mehr genau, ich will auch nichts Falsches sagen, aber irgendwas war das Problem, weil das hätten die, glaube ich, dann noch ein halbes Jahr weiterentwickelt oder so und dann wäre das Problem alles sehr wahrscheinlich behoben. Schade, dass es nicht so gekommen ist, da hätten wir noch ein 90% Spiel wieder laut Zeitschriften, aber egal. Jede Menge neue Monster, die haben sie alle verändert zu den Vorgängern. Das fand ich ganz nett. Was ganz toll war, war auf jeden Fall die Außenareale. Da ist ja auch viel mehr vorgekommen. Im zweiten Teil haben wir kurz den Wald gehabt. Hier war intensiver Wald. Wobei, obwohl, da ist noch ein negativer Punkt. Also dieses ganze Zeit Holz abhacken, fand ich ein bisschen doof. Weil ja, man das hätte reinnehmen müssen. Dann war ja der Friedhof noch da, Wald. Stadt, was ja gleichzeitig aber drinnen, draußen war, fand ich auch nicht schlecht. Also das waren schon coole Sachen. Oh, da schreit meine Tochter. Ah ja, und total genial ist die Entwicklung, dass man sagen kann hier, du, ihr macht jetzt eure Standardattacke, einfach Leertaste drücken oder unten den Hit-Button drücken und dann schlagen die alle auf einmal zu.
Ihr kennt das von zig anderen Dungeon Crawlern, wie schlimm das ist, dass er immer schnell durchklicken muss. Und wenn man nicht schnell genug klicken kann, geht man drauf oder Verzögerung und was weiß ich. Und so kann man direkt sagen, hier so hier, wir haben 6, 7 Hits und das mit einer Taste. Bam. Wie eine Art Makro. Das war eine ganz tolle Entwicklung. Ja, also mir hat's Spaß gemacht. Trilogie beendet. Auf zur nächsten Trilogie. Bis demnächst. Euer Chojin.